Ja, hallo, herzlich willkommen bei Apfeltalk. Auch wir machen kurz ein Unboxing. Hier ist nämlich ein Karton angekommen und ich dachte, der zumindest ist es wert, kurz aufgemacht zu werden. Nachdem wir jetzt so lange drauf gewartet haben, machen wir das einfach mal, weil wir es lange nicht mehr gemacht haben. Also packen dieses wunderschöne technische Produkt, das es sehr wahrscheinlich ist, aus. Da ist es. Alter, ist das ein großer Karton. Ja, ihr habt es geahnt oder vielleicht auch nicht, aber doch, ihr habt es geahnt am Videotitel. Die AirPods Max sind gekommen in der wunderschönen Farbe Grün. Und das Ding wiegt ordentlich. Also ich würde mal was sagen, 1,5 Kilo wiegt der ganze Karton. Und ja, hier sind sie. Und jetzt entreißen wir sie dem Karton. Also das ist ja das Mindeste. Also hier Klebelappe. Und schon geht es nicht mehr auf. Tatsächlich ist Michi so doof gewesen, hier diese Klebelasche, die normalerweise die Folie abmacht. Tja, war wohl nichts. Da muss doch wieder das gute alte Unboxing-Messer her. Hätte man es doch gleich genutzt. Einfach kurz einmal reingeschnitten in die Folie. Und dann können wir sie auch abmachen. Warum Apple seine Produkte immer noch foliert, wissen wir nicht. Also ich meine, nötig ist es eigentlich nicht. Klar, der Karton ist dann unbeschädigt. Aber ganz ehrlich, für den Verbraucher macht es eigentlich keinen Unterschied. So, dann gleich mal auf. Und da sind sie. Sie kommen natürlich in ihrer wunderschönen kleinen Handtasche. Die ist auch noch extra. Jetzt übrigens, früher war das auch bei anderen Zubehörteilen immer noch Folie. Jetzt ist das Papier. Das wiederum ist natürlich begrüßenswert. Also so Butterbrotpapier nennt man das, glaube ich. Das haben sie verbessert. Hier hinten noch mit so einer stabilen Pappeinlage, aber das kann man jetzt einfach rausnehmen und in den Papiermüll schmeißen. So, da sind sie in einer, da sieht man das ganze Elend. Das Grün, also zumindest das Grün von diesem oberen, diesem Bügel, ist sehr, sehr leicht nur. Ne? Das hier ist dann wieder so eigentlich so Militärgrün. Und wenn man sie jetzt rausnimmt, Alexi Bexi hat ja bei uns auf dem Kanal gesagt, die klackern so. Also bei mir haben sie nicht geklackert. Hier ist noch ein Kleber. Keine Ahnung, was der mir noch sagen will. Steht was drauf, kann man aber nicht lesen. Kann man wirklich nicht lesen. Nur, dass es von Apple ist. Doch, das steht da. Es ist von Apple. So, noch zwei Schützer für die Öhrchen. Kommen mit in den Karton. Ah, das meinte er. Dieses Geräusch. Wenn man die so, also wenn man sie in ihren Büstenhalter tut, zumacht und man würde sie jetzt entnehmen, dann gibt es ein kleines klackerndes Geräusch. Na gut, damit können wir nämlich, wahrscheinlich habt ihr es nicht mal gehört hier in der Kamera. So, die Digital Crown ist auch oben, könnte man meinen, wäre weiß, ist aber, glaube ich, bei meinem optischen Verständnis derselbe Farbton wie der Bügel, also auch leicht mintgrün. Ansonsten sieht es wirklich nicht so klofliegengrünmäßig aus, wie ich es erwartet habe. Es ist ein sehr schönes mintgrün tatsächlich. Dieses Fabric hier fühlt sich sehr, sehr weich an. Ist also auf jeden Fall ein angenehmes Gefühl. Man kann das hier so klappen, man ist ein deutlicher Widerstand, also ist nicht einfach so, also man traut sich jetzt nicht so viel zu biegen, weil man Angst hat, dass es dann irgendwie kaputt geht. Und guckt, die blinken schon. Wahrscheinlich kann ich es jetzt direkt pairen mit meinem iPhone. Das weiß ich natürlich nicht, wie das geht, das habe ich mich auch überhaupt nicht schlau gemacht. Damit man weiß, welche Muschel auf welches Ohr gehört, ist in den Muscheln der jeweilige links und rechts rein. Das ist aber nichts Neues, das machen andere auch. Und dann gibt es da mal diese Cushions, die ja ganz einfach abnehmen können. Und das ist wirklich, finde ich, die Innovation. Denn wer das mal bei anderen Herstellern, insbesondere zum Beispiel bei den Kopfhörern von Sennheiser, die ich sehr schätze, aber auch zum Beispiel bei denen von Beyer Dynamic gesehen hat, da ist das eine elendige Fummelei. Jetzt ist nur die Frage, kriegt man sie auch auf die richtige Seite wieder rein? Hat man sich gemerkt? Steht es hier noch irgendwo? Ah ja, hier ist noch ein L, falls man doch nicht mehr weiß, wo links und rechts ist, steht es zusätzlich nochmal in den Muscheln notiert. Und dann kann man die da einfach so reinwerfen. Zack.
Nicht unerwähnt bleiben sollte natürlich, dass dann noch ein USB-C auf Lightning-Kabel dabei ist. Und jetzt ahne ich auch, wie man die ganzen Dinger pairt mit dem iPhone. Man verbindet es vermutlich, den Kopfhörer mit dem Lightning-Anschluss des iPhones, und dann weiß es das. Ich probiere es mal aus. Aber natürlich braucht es kein Kabel, um die AirPods Max zu aktivieren. Das ist nicht nötig. Das ist so wie bei den AirPods Pro und den AirPods auch. Man drückt einfach einmal, man legt sie in die Nähe des iPhones. Dies ist übrigens ein iPhone 11 und drückt dann einmal den Knopf und siehe da, schon werden sie dargestellt, sogar in ihrer richtigen Farbe. Dann sagt man einmal verbinden und dann soll man die Taste gedrückt halten. Gibt es dann noch ein paar Infos, wie das zu gehen hat. Ich halte sie mal länger gedrückt und jetzt werden sie verbunden. Perfekt. Durch die Taste Geräuschkontrolle kann man eben das eingebaute Noise Cancelling und so weiter aktivieren. Hier sehen wir jetzt noch ein kurzes Einführungsvideo. Ist eigentlich nett gemacht, dass es unten am iPhone angezeigt wird. Und jetzt sind die AirPods aber mit dem iPhone gekoppelt. Und jetzt kommen noch die weiteren Erklärungen, wie das Ganze dann zu gehen hat, wie man die Lautstärke ändert und so weiter und so weiter. Sehr schönes Video, sehr schönes Ding. So, jetzt kann man, das ist natürlich noch gut, 3D Audio. Kann man sich jetzt theoretisch einmal anhören, ist für dieses Video nicht so sinnvoll, deswegen machen wir das später. Und damit sind sie aktiviert, gekoppelt und haben vom Werk aus noch 75% Ladung. Perfekt. So, ja, erster Soundtest. Ich habe mal die Bremen 4 App benutzt. Sensationeller Klang. Das wäre jetzt ein sehr, sehr kurzes Fazit. Also da muss natürlich noch ein bisschen besser analysiert werden, wie der Klang ist. Auf jeden Fall kann man natürlich sagen, dass ein Over-Ear-Kopfhörer zumindest bei mir besser in den Bässen klingt als Geräte, die ich mir in die Ohren stöpsel. Aber es kommt ja auch immer auf den Use Case an. Genaue Analyse folgt noch. Noch zu diesem Case. Das ist halt so. Es fühlt sich wirklich drollig an. Die Frage ist jetzt zum Beispiel, ich habe die jetzt auf meine Kopflänge eingestellt. Also man sieht das hier an dieser Stange, die man ganz leicht rausziehen kann. Kriege ich die Kopfhörer jetzt auch wieder damit in ihren Büstenhalter? Ja, das funktioniert wunderbar. Das Handtäschchen, das Kopfhörerhandtäschchen funktioniert so auf jeden Fall ganz gut. Und sie sind in ihrem Pausemodus damit ja auch. Aber wir wissen ja auch inzwischen, dass Apple die Kopfhörer automatisch in den Pausemodus schaltet, auch wenn man sie nicht in ihr Handtäschchen tut. So, ja, ich gehe da mal spazieren.